Ik ben Hans Campagne, de gesesvuurder van Blue Planet Bioenergy Deutschland GmbH. We hebben als Hollandisch ondernemen in 2007 een joint venture vertrag afgesloten met Zero Point Cleantech Inc. uit Potsdam, staat New York, Verenigde Staten van Amerika. En we hebben de eerste TÜV-geprüfte pilotanlage afgebouwd in Schwarze Pumpe, Sachsen, Deutschland. We zijn in november 2010 met die afbouw aangevangen. En in de eerste verzoek hebben we gemaakt in 10 mei 2011. En deze ganze anlage produceert 2,5 MW elektrisch en 4,5 MW thermische capaciteit als holzhakschnitzel. We zijn in november 2010 met de afbouw der anlage aangevangen. Die skid mounted is af draai onderscheidende skids. En we hebben, nachdem we die TÜV-opname gemacht hebben, hebben in mei 2011, sind wir in 10 mei 2011, sind we met de eerste vergasungsversuche sind we hier aangevangen. En seit september 2011 speisen we tatsächlich stroom ein in das NVA-netz. Sie sehen hier den Einfülltrichter für das Holz. Hier wird das Holz mit einem mobilen Fahrzeug eingegeben, gelangt dann über die Schnecke in den Vergaser. Das Einfüllen in den Vergaser erfolgt über ein Schleusensystem, eine obere und eine untere Schleuse. Die obere Schleuse wird geöffnet, die untere Schleuse ist geschlossen, anschließend die obere Schleuse geschlossen und die untere Schleuse wird geöffnet. So gelangt das Holz in den Vergaser und wird dort bei Temperaturen von 800 bis 900 Grad vergast. Aufgrund des Unterdrucks wird die Luft in den Reaktor eingesaugt über diese Rohrleitung. Über diesen Lufteintrittsstutzen wird die Luft angesaugt, gelangt über den Wärmeübertrager, erwärmt sich dabei und gleichzeitig wird das Gas, was aus dem Reaktor kommt, abgekühlt. Aus dem Luftvorwärmer geht das Gas in die Kolonne, wird dort mit Wasser abgekühlt, um anschließend in der Gaswäsche dreistufig gereinigt zu werden. Das Waschwasser gelangt über Pumpen in diesen Behälter, wird über Wärmeübertrager abgekühlt und geht zurück in die Venturi-Wäsche. Die letzte Stufe der Gasreinigung ist eine Aktivkohleadsorption, mit der Kohlenwasserstoffe abgeschieden werden und mittels Gebläse wird das Gas in Richtung Gasmotor abgesaugt. Der Gasanalysator überwacht kontinuierlich die Gasqualität. Man erkennt hier 19% CO, 13% CO2, 2% Methan und 21,5% Wasserstoff. Sauerstoff liegt bei 0%. Mit dem Gebläse wird das Gas über diese Rohrleitung an der Außenwand des Silos vorbei in Richtung Gasmotor gefördert. Mittels Kühlflüssigkeit wird das Gas in den Wärmeübertragern abgekühlt. Die anfallenden Tropfen werden in den Tröpfchenabscheider in Richtung Kondensatbehälter abgeführt. Das gesamte anfallende Kondensat wird in diesem Behälter gesammelt, mittels Fahrzeug abgepumpt und über den Abwasserweg entsorgt. Im Gasmotor erzeugte Strom wird von 400 Volt auf 6 kV an diesem Transformator hochgespannt, wird dann über einen 30 kV Transformator und einen 110 kV Transformator in das Landesnetz eingespeist. Vor der Fackel erfolgt eine nochmalige Abscheidung von Kondensattröpfchen
und über dieses Regelventil wird das überschüssige Gas über die Fackel abgeleitet. Wir befinden uns hier im Leitstand der Anlage. In diesem Leitstand wird die gesamte Kontrolle vorgenommen. Einer der beiden Kollegen, die für den Betrieb der Anlage zuständig sind, sitzt hier. Der zweite Kollege ist für die Kontrolle außerhalb der Anlage verantwortlich. Der Vergaser, den man hier sieht, sämtliche Temperaturen, bringt eine Leistung von 4,5 MW thermisch. Bei einem Holzeinsatz von 1,2 Tonnen pro Stunde werden 3100 Normkubikmeter pro Stunde Gas erzeugt. Das reicht aus, um drei Gasmotoren zu betreiben und eine elektrische Leistung von 2,5 MW auszuspeisen. Auf diesem Bild kann man über eine spezielle Software nochmal die Skids sehr gut erkennen. Vergaser, Luftkühler, Skid 2 wäre die Waschkolonne mit den Venturi-Wäschern und Skid 3 ist der Adsorber mit dem Blower, der das Gas dann in Richtung Gasmotor befördert. Die Anlage ist vor der Inbetriebnahme erweitert worden in Zusammenarbeit mit der Firma Envirotherm. Dort sind wesentliche sicherheitsgerichtete Schaltungen installiert worden, die vom TÜV abgenommen wurden und damit die Freigabe für den Betrieb der Anlage erfolgt ist. Nochmal die Mitarbeiter von Blue Planet Deutschland vorzustellen. Edgar Peter, Steffen Müller, Andreas Bauch, Roberto Müller, Helmut Münzer, Carsten Hoffmann, Ronald Lexja, Uwe Günzel und Karl-Heinz Petrik, de Betriebsleiter. Zo, meine Herren. Goed gemacht, ja? Super. Erfolg. Bravo. Top. Dank je.